Hallo Freunde, wie ihr hoffentlich seht, habe ich etwas komische Sachen an und bin so gut wie ungeschminkt, denn heute soll es zurück in die Vergangenheit gehen. Ja, ich will euch einfach zeigen, wie ich früher so rumgelaufen bin, mich ein bisschen über mich selbst lustig machen. Und ja, deswegen würde ich eigentlich direkt starten. Wir fangen an in der Grundschule, weil Kinder, das ist ja normal, die laufen alle ein bisschen weird rum. Viele laufen auch süß rum, aber die meisten schon ein bisschen komisch. In der Grundschule. Ja, also die meisten Kinder haben dort ja süße Kleider an. Süße Röcke, süße Kleider, ja. Süße Haarreife, Schleifen und sowas. Ja. Und ich bin in einer Schuluniform rumgelaufen. Ich kann euch mal ungefähr zeigen, es so aussah. Ich habe das Hemd leider nicht mehr gefunden, aber das hier zum Beispiel, ihr seht, das ist ein Schottenrock. Ja, und darüber natürlich immer ein Hemd, vielleicht sogar eine Krawatte. Hier noch ein anderes Beispiel für einen Rock, den ich anhatte. Ja, süß, ne? Und hier ein, ja, Rock. Ja, immer dann zur Abwechslung gab es dann auch mal was etwas Normaleres und zwar etwas eher Bunteres. Es gab dann immer irgendwelche super bunten Kappen. Und ja, hier so hier so Kleider habe ich dann angehabt. Schön bunt auch. Aber hier gibt es auch noch nicere Beispiele. Hier, das ist so ein ganzes Outfit, ein Rock. Und dazu das passende Top. Wunderschön. Und hier zeige ich mal meine Unterwäsche. Ein Unterhemd von Kim Possible. Seit mal habt ihr Kim Possible geguckt. Ich hab's geliebt. Und auch ein Unterhemd. Ist das nicht süß? Ja, das finde ich wirklich süß, muss ich sagen. Ja, und dann gibt es da natürlich auch so Hosen. Finde ich sogar tatsächlich echt süß. Hier ist alles ganz cute eigentlich, ne? Könnt ihr euch mal anschauen. Ich weiß nicht, wie das so fokussiert, aber ist keine cute. Und jetzt geht's ab in die 5., 6. Klasse. Herzlich willkommen in der 5. und 6. Klasse. Ja, das hat sich tatsächlich nicht mal so viel verändert. Es ist immer noch alles ziemlich bunt. Es sind noch ein paar ja, neue Schönheitsideale dazugekommen. Topmodel. An diese Schönheitsideale kommt man natürlich sehr einfach dran, weil die ja ziemlich realistisch aussehen, ne? Ja, ich glaube, jedes Girl kennt Topmodel. Also ich habe es geliebt, wirklich. Ich habe auch immer diese Dinge ausgemalt. Und es war einfach viel zu schön. Nee, super war's. Ja, also zu bunt. Es ist mehr schwarz dazu gekommen, aber es ist immer noch ziemlich weird. Ja, ich habe Kleider getragen, oft. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sind halt ziemlich bunt gesagt. Ich habe aber auch oft diese komischen Langarm-Shirts getragen, die natürlich auch bunt waren. Aber ich habe wirklich fast jeden Tag sowas angehabt und dann jeden Tag halt eine andere Farbe oder mehrere andere Farben. War ganz lustig. Dann kam natürlich noch was Cooles dazu. Ah, hier nochmal eins. Dann kam noch was Cooles dazu. Überraschung. Die Chucks. Die waren natürlich der Hit. Die hat man einfach geliebt und wenn man die hatte, war man cool. Natürlich hatte ich die dann auch. Ja, was nicht so cool war, waren dann hier so diese komischen Sachen, die einfach irgendwie einen komischen Schnitt hatten, weil es dann hier so unten so nach außen geht, so flutsch.
Ja. Aber von der Farbe her geht's zwar. Ich hatte dann noch so komische Jackets. Aber so an sich, wenn man sich das so anguckt, denkt man, geht ja voll. Und dann sieht man das hier am Ärmel. Die Sterne. Ja. Passt mir das noch? Hätte ich das auch anziehen können. Wow. Heiß, oder? Und natürlich immer die so komische Sachen auf dem Kopf. Und jetzt geht's in die 7., 8., 9. Klasse. So, willkommen in der 7., 8., 9. Klasse. Ja, also es gab einen kleinen Übergang natürlich von diesen Kleidern, dann allmählich. Zu dem 0815 Adidas Superstar Style. Also ich glaube, so ziemlich jeder erinnert sich dran, dass es ziemlich in war, so Adidas und Nike Sachen zu tragen. Vor allem diese schwarz-weiß Sachen und es ist noch eine Bomberjacke. Diesen Style habe ich natürlich mitgemacht. Gleichzeitig habe ich noch immer diese langen Kniestrümpfe getragen, so eigentlich noch längere, mit so Tennisrücken mäßig, so ein bisschen auf Cheerleader zu machen, also ein wilder Mix aus den beiden. Gleichzeitig habe ich zu der Zeit eine Zahnspange bekommen, zum Glück, und ich habe meine Haare abgeschnitten, die waren ja vorher ziemlich lang, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt. Und ja, also ich sah ziemlich anders aus, aber was noch eine ganz, ganz große Veränderung war, war die Schminke. Und das könnt ihr jetzt live miterleben. Wie ihr seht, bin ich jetzt total ungeschminkt, weil ich euch jetzt auf meiner Reise des Make-ups begleiten möchte. Also wir fangen jetzt so in der 7., 8. Klasse an, als ich angefangen habe, mich zu schminken, weil ich Augenringe habe, wie ihr wahrscheinlich seht, die mich immer noch ziemlich aufregen. Aber ja, was sollen wir machen? Also ich habe in der 7., 8. Klasse so ein bisschen angefangen, ein bisschen Concealer einfach drauf zu machen, dass ja so nichts so krasses ist, weil das die meisten Leute machen. Also ich habe hier einfach so ein paar Tupfer drauf gemacht. Was ja echt auch nicht wirklich viel ist. Ja, und dann einfach, was jeder andere so mit Concealer macht. Ne? Also war noch alles im grünen Bereich bis dahin, dass man das noch auf eine normale Weise gemacht hat. Ja, dann, nachdem ich das gemacht habe, ging es dann aber los mit gewissen YouTube-Videos, die ich mir dann angeschaut habe, von Vivi und anderen YouTubern. Ja, diese haben sich dann Dreiecke unter das Auge geschmiert, also hier, wie ihr erkennen könnt, also wirklich ernsthafte Dreiecke von Concealer, also extremst viel, einfach unter die Augen geklatscht. Und dann hat man natürlich ziemlich viel unter seinen Augen und sieht alles ein bisschen hell aus. Hoffentlich. Danach habe ich mir dann irgendwann auch Make-up ins Gesicht geklatscht. Also, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube, in der 8. oder 9. Klasse habe ich mir dann immer entweder zu helles oder zu dunkles Make-up ins Gesicht geklatscht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe. Auf jeden Fall immer einiges. So.
Wieder ist in mein komplettes Gesicht geklatscht. So wie ihr vielleicht erkennen könnt, passt das überhaupt nicht zu dem Hautton, den ich habe, weil mein Hals einfach jetzt viel heller ist als mein Gesicht. So soll das tatsächlich nicht sein. Man sieht hier bei mir so einen Strich, also das hat man bei mir wirklich gesehen. Und dann war da einmal noch ein richtig fetter Strich und ich hatte halt extremst viel von drauf. Ja, also hat dann wieder alles null zusammengepasst. Nachdem ich noch Tonnen von Rouge und so drauf gemacht habe, ich dann noch Highlighter ganz fett drauf gemacht, kaum verblendet. Also wirklich, dass man da auch am besten noch den Strich gesehen hat. Schließend natürlich noch ganz, ganz fetten Lidschatten, der auch am besten null verblendet war. Einfach hier so fett Linien gemacht und dann ungefähr so, dass man hier wirklich noch den Strich hier gesehen hat. Und dann einfach ganz viel davon. Natürlich habe ich mir dabei ein bisschen mehr Mühe gegeben, aber im Endeffekt sah es nicht viel besser aus als das, was ich hier gerade veranstalte. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne mal ein Video machen, wie ich mich gescheit schminke. Das läuft nämlich tatsächlich nicht so ab. Ja, und dann einfach nach vorne irgend so ein Glitzerzeugs drauf geklatscht. Ja, also war alles nicht so der Burner. Und dann halt auch einfach noch unten noch was hingemacht. Also damit ich einfach richtig dunkel um die Augen rum aussehe. Das ist natürlich perfekt, wenn man Augen hier hat. Ja, dann natürlich noch ganz normal die Mascara. Wir müssen dabei noch so eine Haare anmalen, würde ich gerade. Die Mascara war, glaube ich, das Einzige, was ich richtig, richtig gemacht habe. Ich glaube, das ist gerade etwas nicht so genau, weil das sieht am Ende wahrscheinlich wie so alles nicht so bombastisch aus. Wir kommen dann gleich zu dem schlimmsten Teil. Ich habe nämlich irgendwann angefangen, meine Augenbrauen zu schminken. Aber auf eine ganz komische Weise. Ich hatte damals noch, also das fettere Augenbrauen. Damals habe ich mir gedacht, je fetter, desto besser. Und habe dann wirklich ganz, ganz fette Striche gemalt. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch hinkriege. Ungefähr so genau. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, wie genau ich es gemacht habe. Aber ich habe wirklich meine kompletten Augenbrauen ganz, ganz dunkel. Boah, damals konnte ich jetzt wahrscheinlich etwas besser. Aber ich habe wahrscheinlich auch über meine Augenbrauen gemalt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das ein bisschen verdrängt. Jetzt noch auf der anderen Seite. Wenn man bedenkt, dass es in der 8. oder 9. Klasse war und ich dann so rumgelaufen bin, dann denkt man sich schon so, geil. In der 10. Klasse, glaube ich, kam dann zum Glück die Erleuchtung, dass das hier gar nicht mehr so gut aussieht. Also ich habe dann angefangen, mich einfach weniger und dezenter zu schminken. Einfach generell ein bisschen natürlicher rumzulaufen. Vor allem meine Augenbrauen schminke ich viel dezenter. Also ich schminke die eigentlich so gut wie gar nicht. Ich hätte es eigentlich auch nicht nötig habe, weil ich ja ziemlich dunkle Augenbrauen habe. Und warum soll ich die dann mit so einem Zeug vollbauen? Ich muss. Das muss natürlich keiner. Ich laufe mittlerweile auch immer öfter ungeschminkt rum, weil ich mich leider nicht an jeden Ort ungeschminkt traue. Aber das ist auf jeden Fall etwas, an dem ich noch arbeiten möchte, weil ich finde, es ist wirklich sehr wichtig, dass man sich mit und ohne Schminke wohlfühlt. Und ja, ich finde trotzdem, dass Schminke etwas ganz Tolles ist und Schminke macht mir unglaublich viel Spaß und ja, ich liebe es einfach über alles. Aber ich finde, es ist so wichtig, da
dass man sich auch ohne Schminke wohlfühlt. Und das ist bei mir mit der Zeit leider ein bisschen weggegangen, einfach weil ich das täglich gemacht habe und einfach irgendwann nicht mehr ohne konnte. Und das will ich nochmal hier klarstellen, dass es nicht gut ist, wenn man es nicht ohne kann. Aber es ist nicht zu spät, auch irgendwann mal anzufangen, ohne Make-up rumzulaufen. Zu meinem Kleidungsstil heute. Ihr könnt gerne auf meinem Instagram-Account, Artika Sayed heiße ich da, vorbeischauen, weil ich versuche mir da gerade auch etwas aufzubauen. Wir sind jetzt auch mal am Ende dieses Videos angekommen. Dieses Video hatte natürlich keinen tieferen Sinn. Ich wollte euch einfach nur auf eine kleine Reise nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.